Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Kerbal Space Program, unserem kleinen Raumfahrtsprogramm hier. Und ihr seht hier hinten schon was. Und ihr habt es vielleicht am Ende der letzten Folge gehört, wo ich laut Nein geschrien habe. Ich bin eventuell auf die Leertaste gekommen. Bedeutet, unsere ganze Mission hat dieses Date verloren. Ich habe nicht zwischengespeichert. Bedeutet, ihr seht schon, wir verlieren hier gerade Daten. Wir haben nur noch 1600 Meter pro Sekunde. 1600 Meter gleich bringt uns nicht wirklich weit. Vor allem kommen wir dann auch nicht mehr zu einem Landungspunkt. Wir können ja mal schauen, was passiert. Manöver hinzufügen. Wie viel Meter pro Sekunde? Wir brauchen allein jetzt schon 700. Also wir würden jetzt was einfüllen, dann haben wir noch 800 Meter pro Sekunde. Das Risiko will ich nicht eingehen. Wir haben einen Körbel, auf den wir achten müssen. Und der auch sicher zurückkommen soll. Wir schauen, was haben wir denn alles aktuell dabei. Es ist nicht schon wieder ein paar Tage her, beziehungsweise doch ein paar mehr Tage, als ich erwartet hätte. Das schaut alles schon, das ist auch schon am Scan, das ist auch schon am Scan. Aber wir haben das alles schon gehabt. Bedeutet, wir setzen uns Richtung Landung schon wieder. Wir drehen uns eh gerade hier so rum. So. Strahlungsgürtel wurde durchquert. Also, Batterien sind fast leer. Haben wir keine... Fuck. Wie viel Strom haben wir noch? 129. Wie kann das so schnell leer sein? Datenuntersuchung stoppen aller Art. Ist nicht gut, wenn jetzt auf einmal hier alles anfängt. Oh Gott, nein! Strom hält wie lange noch? Bau mal. 33 Minuten. Wir müssen jetzt direkt den Gegenburn machen. Volle Kraft rückwärts. Wir müssen jetzt direkt einen Notfallburn machen, weil mit 33 Minuten werden wir es nicht sonst lang überleben. Der wird 25 Minuten entfernt, der wird immer kleiner. Das ist T-Minus, ne? Wir sind minus 25. Das hier sind allein 25 Minuten. Wir schieben jetzt alles, was wir haben, in den Retrograde und schauen, dass wir so schnell wie möglich durch die Atmosphäre kommen. Weil nur dann schaffen wir es, wird es wahrscheinlich unser Jeep schaffen, diesen Flug zu überlegen. Ich weiß nicht, warum wir auf einmal so wenig Ding haben. So wenig Lebenspunkte. So wenig Lebenspunkte, bin ich jetzt komplett bekloppt. So wenig Energie. War das jetzt wirklich nur der Suchding? Weil wir haben ja eigentlich voll viel Strom mitgenommen. Das war ja Masse. Also da mache ich ja in meinen privaten Test-Let's Plays weniger Strom teilweise rein. Aber so ganz verstehen tue ich es ja eh immer noch nicht. Wir sind jetzt auf dem Weg von 12.000 Metern langsam runter. Da ist die Sonne. Und wir verschließen jetzt direkt alles. Schließ die Antenne. Das wird eine harte Landung. Aber müssen wir mal schauen. Das ist jetzt nicht so gelaufen, wie ich wollte, aber... Es wird jetzt ein sehr schneller und harter Einschlag, denke ich mal. 190, wir ziehen so viel raus, wie wir können. Wir müssen so schnell gerade runter. Das ist nicht mehr zum Spaßen, Leute. Das ist nicht mehr zum Spaßen hier. 0 Meter pro Sekunde. Ditching Program aktivieren. Ditching-Programm aktiviert. Gegendrehen. Oh. Bremsung aktiviert. Ab geht es gegen Atmosphärendruck. Wir sind jetzt offiziell in der Atmosphäre. Wie lange hält die Batterie noch? 23 Minuten. Er wird es überleben. Jetzt muss er nur noch den Eintritt überleben und dann schaut es ganz gut aus.
Aber ganz ehrlich, vom Eintritt habe ich auch noch am meisten Schiss. Kömmingscan wurde übermittelt, okay. Aber das heißt, hier ist ja noch ein relativ angenehmer Eintritt in die Atmosphäre. Und der kippt. Oh, die kippt. Warum kippt die denn? Die darf jetzt wieder aufnehmen. Und Fallschirm öffnen. Bremsung, volle Wäsche. Anderen drei Fallschirme öffnen. Und wir starten alle Tests wieder. Ah, weil wir hatten bis jetzt noch nie die Materialuntersuchung dabei. Die frisst nicht extrem viel Strom einfach. Die ist richtig ungut. Ah, es geht noch schlimmer, glaubt mir Leute. Es geht noch schlimmer. Das ist noch nicht das, was am meisten Strom verbraucht. Ich habe schon versucht, Satelliten in den Weltraum zu schießen und die verbrauchen noch mehr Strom. Das, was wir jetzt hier haben, ist noch gar nichts für das, was kommt. So. Weil jetzt ist das... Okay, eindeutig eine Wasserlandung. Ah, das Teil ist schon erschöpft, okay. Wieso das denn? 1% haben wir noch. Können wir noch Daten rein? Nee, ne? Denke ich mir schon. Hier werden Daten übermittelt. Vielleicht reicht es, um den Wasserabteil zu holen. Komm. Hopp. Weil dann könnten wir wenigstens Solarpaneele dran packen und dann wäre die auf jeden Fall ready for the month. Mit Solarpanelen könnten wir nicht wenigstens uns darauf vorbereiten, auf den Mond zu fliegen. So geht es nicht mal ansatzweise. Das ist ein Leak of Informations, I would say. Leak of Informations. Oh, da kommt die Sonne gerade. Wieder ein schöner Sonnenaufgang. Schaut euch das mal an. Was für ein schönes Bild eigentlich. Ups, das war der falsche Button. Zack. Und zack. Gelandet das ganze Teil. Das schaut aber echt schick aus, so mit Sonnenaufgang. Schauen wir mal, was wir an Daten alles gesammelt haben. Alter, ich hätte nicht gedacht, dass das so schlimm ist, ne? Dass wir so eine Versagung haben von unserer Rakete. Die war so gut gebaut. Die Überlegung ist halt, dass wir mehr brauchen, viel, viel mehr. Wir haben 17 hiermit gesammelt, 0,3 hiermit. Wir sind bei 35 Punkten. Ja, wir haben noch nicht das da. Dafür brauchen wir 90. Allein 90 zu sammeln ist eklig. Aber wir brauchen das, weil genau das Photovoltaik-Modul ist wichtig. Genau das da. Und das da bringt auch nochmal was. Damit können wir schön voll viel Strom hier noch reinpumpen. Und später der Teil hier. War das der Teil? Ja, der Teil ist auch super. Erstens wegen den Z400er mit 400 Einheiten Strom drin. Und wegen den Teilen hier. Damit können wir die ersten so richtigen Satelliten dann bauen. Aber ja, das kann noch ein bisschen dauern. Ich glaube, dort bin ich gerade aktuell beim Vorspielen. Und das Lustige ist, immer wenn ich bei mir spiele und hier spiele, ist das ein kompletter Unterschied. Egal, ob ich versuche, eine bestimmte Rakete zu replizieren, es passiert immer was anderes. Und deswegen schauen wir jetzt schnell, ob wir nicht unsere Rakete auf den Start setzen können oder noch mehr Strom reinpumpen. Wie viel Strom haben wir denn aktuell eigentlich drin? Das wäre zumindest nicht. Bei Vorbereitungen auf dem Weltraum habe ich immer festgestellt, was stand der? Dass Pläne nutzlos sind, aber die Planung unverzichtbar. Werner von Köln. So, wo ist die Obama? Die Obama We Won. Ich würde mal sagen, eine unserer schönsten und auch heftigsten Raketen, die wir bis jetzt errichtet haben. Problem ist halt the big loss of energy. Die Frage ist, wie wir am besten damit vorgehen, dass wir hier noch mehr Energie reinkriegen. Weil wir haben aktuell nur diese zwei Teile. Das sind die Reserve Batteries. Die sind neu. Das ist halt unmöglich noch reinzupacken. Das sind solche
Pakete, die wir später wo einsetzen können, die bringen sich auch gerade nichts. Haben wir sonst nichts hier? Wie viel haben wir denn? Die Stufe hat allein 1200 MS. Ah! Was habe ich gemacht? Ich habe es verschossen. Aber wir werden jetzt hier mal kurz den Deckel abnehmen und das hier kopieren, weil ich mag schauen, ob wir die vielleicht noch ein bisschen höher machen können. So. Macht 2400 alleine jetzt schon. Und das gibt natürlich nochmal ordentlich, das ist die V1.5. Die kriegt auch noch ein paar Fins hinzu. Einfach damit die auch noch hoffentlich in Space kommt. Und ich würde gerne den Antrieb gegen den hier austauschen, hier unten. Und natürlich hier drüber setzen. Hier rein wiederum. Dann speichern wir die mal. Ja. Und starten die in den Orbit. Vielleicht kommen wir damit bis zum Mond. Obwohl ich selber glaube, dass hier wieder das Problem ist, dass wir halt keinen Strom haben. Sobald wir die ersten Landungen auf dem Mond vornehmen können, ist alles safe. Sag ich jetzt mal. Sobald wir Bodenforschung betreiben können und, alles super. Weil das bringt uns eine Mission um die 160 Wissenschaftspunkte. Aber den Knackpunkt zu kriegen, ist halt das Problem. Wir müssen diesen Knackpunkt erwischen. Und deswegen würde ich sagen, Heavy Booster Rocket startet in 3, 2, 1, Liftoff. Warum sind die Teile hier oben offen? Warte mal. Schließen. Scheint aber immer noch sehr gut funktioniert. Warum habe ich mein Mikrofon so weit drüben? Funktioniert immer noch sehr, sehr gut. Besser als erwartet. Also ich hätte jetzt echt gedacht, dass das schlimmer endet. Sehr stabil auch. Wir haben immer noch mindestens ein Fünftel des Treibstoffes übrig. Sind bei 2000 Metern. Und mit gut 100 Metern pro Sekunde steigend. Oh, wir sind bei 200 Meter pro Sekunde mittlerweile schon fast. Holla, die Walfee. Jetzt geht's ab, Jungs. Die Rakete fliegt echt nicht schlecht. Aber ich glaube, ich habe hier nur die billigen genommen, ne? Mit einer Zündung. Das ist natürlich jetzt wiederum ein Problem. Sie haben nur eine Zündung. Bedeutet, nach der Zündung muss ich die hier wieder reparieren. Das habe ich vergessen zu ändern. Und ich glaube, das ist mit der hier auch so, oder? 5 Zündungen und du hier oben hast 23 Zündungen. Da darf man nicht aufpassen, wenn man die nicht verbessert, haben die immer nur eine Zündung. Und dann musst du mit den Körben oder Jab zum Beispiel immer rausklettern, runter, reparieren, wieder hoch reinfliegen. Das ist ganz schön anstrengend, das sage ich da. Gravity Turn einleiten. Komm schon, Jab, du schaffst das. Gegensteuern, komm schon. Wir wollen nach da drüben. Raus aus der Atmosphäre. So. Wir bewegen uns immer mehr Richtung 45 Grad. Einfach damit der hier seinen Punkt hält. So. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Es waren jetzt 2000 Meter pro Sekunde, die wir hier gerade durchballern. Und jetzt ist auch wieder so der Punkt, wo er immer wieder hochschießt. Obwohl, jetzt sollten wir gleich leer sein. Der Punkt sollte erreicht sein, wo wir gleich die erste Stage leeren. Und entleert. Oh, das war jetzt dumm. Scheiße. Ah. Das ist jetzt ein großer Fehler gewesen. Das muss ich irgendwie gegen planen. Ich muss mal einen größeren Abo-Absis-Punkt machen. Wir müssen jetzt nämlich schauen, dass wir die Rakete so lange oben halten, wie es geht. Die Hälfte des Tankes können wir so verwenden. 350, komm schon, 350, das wäre eine gute Höhe. So, perfekt. Und jetzt warten wir noch kurz. Oh, scheiße. Habe ich Werkzeug mitgenommen? Bitte sag, dass ich Werkzeug mit habe. Ja, wir haben Werkzeug mit.
Jab, EVA. Loslassen. Okay. Damit komme ich relativ gut zum Glück klar. Runter, 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 runter. Seitlich. Wir müssen rüber. Runter. Okay, runter, 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 runter. Bremsen. Schau dir den Antrieb an, Junge. Jemand hat da drin eine Zahnstocher vergessen, okay? In einer guten Verfassung, gut. Also alles, was ich wissen wollte. Aber jetzt können wir ganz vorsichtig und langsam dich wieder hier hinbringen. F greifen. Okay. Und wir haben alles vorbereitet für unseren Orbit Burn. Perfekt. Jetzt müssen wir nur noch die Rakete drehen. Das ist jetzt... Ich war jetzt... Aber jetzt echt kurz Schiss bekommen, ne? Dass wir nichts mit hatten. Das wäre für mich jetzt so der persönliche Horror gewesen. Wenn wir echt nichts mitgehabt hätten. Wir haben jetzt zwei gute Stages noch. Und wir hätten auf einmal nichts mitgehabt. Das wäre der Horror. Das wäre für mich so echt der Horror. Stopp! Drehen! Aufhören! Bremsen! Ich muss wieder auf den Punkt kommen, wo ich hin wollte. Hier ungefähr. Bremsen. Okay, und jetzt will ich nach hier vorne hier vorspulen. Jetzt müssten wir uns circa dort treffen. Ich weiß nicht, wie weit der ungefähr... Ah. Diesmal habe ich mich überschätzt. Also gehe ich wieder volle Weise zurück. Okay. Wenn wir jetzt dann diesen einen Burn, um uns komplett zu escapen. Und dann müssen wir mit dem nächsten Schubteil den Plan zum Mann machen. 3, 2, 1, Schub. 700 Meter pro Sekunde, um den Orbit hinzukriegen. Sollte eigentlich gut klappen. Das klappt super. Das sollte jetzt einfacher gehen sogar als erwartet. Komm. Mehr, 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 mehr. Komm schon. So wie ich es wollte. Geil. So wie ich das wollte. Und jetzt detachen wir noch schnell die Stage. Die Antenne können wir jetzt ausfahren, weil wir werden jetzt an den nächsten Weitflug planen. Und der hat natürlich ein größeres Triebwerk noch da, was 5 Zündungen aushält. Wir brauchen mindestens 3. Einmal für den Schub Richtung Mann, Bremsung Mann und dann Escape Mann. Und die Bremsung bei der Erde sollte eigentlich nach meinem Verständnis schon wieder die nächste Stage machen, die mit 23 Ignitions gut funktionieren sollte. Und dann wären wir das erste Mal über Mann gewesen. Das wäre schon natürlich ein Highlight. Schau mal. Manöver hinzufügen. Die Frage ist, wie lange brauchen wir jetzt, um sozusagen beim Mann ein Manöver... das ist aber hoch. Runter. Ganz vorsichtig, so. Ja, das passt schon besser. 700 werden, dann hätte man 900 übrig mit Bremsung. Braucht der Mann nicht. So, ja, das ist gut. Dann gehst du zum Manöver über. Aber Leute, diesen Plan führen wir beim nächsten Mal aus. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.